Faszination am Pferd ist sicherlich, wenn man enger mit einem, so einem treuen Begleiter zusammenarbeitet, dass man eigentlich alle Facetten, alle Attribute, die die Menschen haben, auch bei den Pferden gibt und das dürfen zu erleben und mit dem können auskommen und schlussendlich eine Gemeinschaft bilden zu einem Team, ist etwas Wunderschönes. Trainings für eine Formation sind sehr unterschiedlich. Im Winter, wo wir Hallentraining haben, integrieren wir vor allem junge Rosse wieder in die Formation integrieren, schauen, dass sie mit ihrem Nebendran gut auskommen. Wenn es dann auf einen Auftritt zugeht, haben wir doch Trainings alle 14 Tage, wo man rund anderthalb Stunden im Sattel sitzt und dass man zuerst die Rosse korrekt anwärmt, korrekt löst, bevor man nachher die Figuren fährt, verreiten, damit die wieder verinnerlicht werden. Berner Dragoner ist der Inbegriff von Traditionen, von Kameradschaft, die man hier in einer eindrücklichen Art und Weise darf erleben und auch leben. Wir sind angewiesen darauf, auch jüngere Leute zu rekrutieren, damit der Fortbestand dieser einmaligen Truppe gewährleistet ist. Und es ist schön, wenn man hier sieht, dass da zwei Generationen präsent sind, Vater und Sohn. Und das macht es dann auch noch einzigartig, wenn man doch die Traditionen und das Wissen vom historischen Reiten kann in Zukunft weitergeben. Wenn man die Uniform anlegen kann, im Hinblick auf einen Auftritt, dann durchfährt einem wirklich eine Welle von Stolz. Stolz, dass man den Kanton Bern darf vertreten darf, sei es offiziell oder an einem privaten Anlass. Aber es sind stolze Momente, wenn wir unsere gelb-roten Uniformen anlegen und hier die Farben des alten Bern dürfen vertreten. Der Teamspirit bei den Berner Dragoner ist etwas vom Wichtigsten, damit die Vorführung überhaupt funktionieren kann. Es braucht Kommunikation im Glied, wenn die drei Reiter parallel nebeneinander korrekt ausgerichtet reiten, wendige reiten. Da braucht es eine gute Kommunikation, damit das überhaupt gelingen kann. Die Emotionen der Berner Dragoner, schaut nur mal hier in dieser Sattelkammer herum. Es ist einfach eine eindrückliche Sache, wenn wir hier im Galopp miteinander eine Attacke reiten, gegeneinander eine Attacke reiten, wo man die Rosse schlussendlich auch wieder zum Stillstand bringt. Wenn man den Applaus vom Publikum da erleben, wie wir das vor 30'000 Leuten in Aachen durften erleben, dann durchfährt das einem mit einem Stolz, den man sonst, glaube ich, im privaten Leben nicht erleben kann.